So. Ich bin laut genug. Nice. Passt schon. Und das hier? Nochmal? Nochmal was anderes. Wait. Wait a poop 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 poop. Erstmal ein bisschen kleiner machen. Dann mein Ohr wieder verstecken. Wenn man mein Ohr sieht, ist immer so blöd. Komisch. Ah, komm. Ich glaube, das schaffe ich noch. Wait, 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 wait. Buff hat's nur bei mir. God damn it, don't buffer, please. Please don't buffer. Ah, gage. Non. Gosh. Es gibt AR9, ist mir immer noch zu. Going on any trials? Oh my god, don't try. I try all the time. It is institution. Brillen, Chaos, so schaffe ich. What the fuck? Wait, what? Damn it,
Okay, das schaffe ich, das schaffe ich. Hey, Dark Devil. Hello. How are you doing? Das ist so verwirrend, weil dazwischendurch immer diese Pausen sind. Komm schon. Komm schon. Irgendwie verwirre ich mich gerade selber. Mal was anderes. Wie viele Sterne hat die Map? Die Map gerade eben hatte 4,9 Sterne, glaube ich. Ja, es ist halt eine 6-Minuten-Map. Ich glaube, das mache ich lieber doch nicht. Das war nice. Salking hat keine Chance gegen dich in dem. Was? Salking? Keine Chance gegen mich? Warum? Salking ist ziemlich gut. Also ich habe Salking zugeschaut, so zweimal oder so. Der ist ziemlich gut. Es ist nicht so, als hätte er keine Chance gegen mich. Das glaube ich jetzt nicht. Das ist, glaube ich, nicht, ne. ist so, also heute bin ich vielleicht auch. Ich weiß aber trotzdem. Ja, nix trotzdem. Er ist ziemlich gut. Und ich habe vielleicht heute einen guten Tag. Ich spiel's so bis 5 Sterne-Maps spiele ich heute ein bisschen, deswegen. Was, du bist das Beste in dem Game? Wird. Außerdem, ich mach den Chat dann doch kleiner. What the fuck, Alter? Halt. Ich muss den Chat halt kleiner machen jetzt. Ist so dumm mit dem Chatbox bei mir, weil er so länglich ist. Und ich kann den größer machen. So behindert. Der ist so behindert. Weil es sieht halt echt kacke aus, wenn es dann rausschneidet. So blöd. Egal. Let's go. Ich bin nicht das Beste in dem Game. Stimmt doch gar nicht. Ich kann das Spiel gar nicht. Okay, das ist sehr klein. Lol.
Ich glaube, das ist mir noch ein bisschen zu klein. Das ist mir ein bisschen zu klein, die Reise. Ja, das kann man machen. Wait, what the fuck? Let's go. Irgendwie, ich komme da gar nicht mit. Ja, es geht eigentlich. Man gewöhnt sich ein bisschen dran, ne? Das ist ja immer Gewöhnungssache bei dem Spiel. Ich komme gerade irgendwie auf das Lied nicht klar. Das Lied ist ein bisschen ganz, ist ein bisschen komisch. Wenn man das Lied nicht auswendig kennt, dann weiß man nicht, was kommt, weißt du? Das ist so bescheuert. Bei dem Lied ist es, okay, ist es jetzt, meh, ich habe das ein bisschen verkackt. Naja, komm mal, nochmal. Wait. Jetzt habe ich mich irgendwie verrückt. Failst du mich so triggern, so like immer wieder. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mein Tablet nicht auf dem Tisch habe, sondern auf meinem Mauspad, und das kann ein bisschen rutschen. Ich spiele maximal 2,5 Sterne. 2,5 Sterne ist irgendwie Standard normal, würde ich sagen. Aber ich würde sagen, man kann die meisten Normalschwierigkeitsgrade, die kann man erst ab 3 Sterne spielen. Das heißt, wenn du Oso so spielen möchtest, dass du so gut wie es geht viele Maps wie möglich spielen möchtest, dann müsstest du mindestens 3 Sterne spielen. Und wenn du alle Maps spielen möchtest, also ob sie hinbekommst oder nicht, dann wenn du alle Maps spielen möchtest, dann müsstest du mindestens 5 Sterne spielen können. Und da bin ich gerade dabei. 3 Stunden Spielzeit. Gut, das kommt noch. Ah nee, das triggert mich gerade. Los, erstmal sterben. Was ist eigentlich da? Was haben. Ein Dreier-Kombo? Hä? What the fuck? Wait. Komm. Oh Gott, das ist viel zu viel. Viel zu viel. Oh shit. Not fail Nightcore. Warum hat er das? Egal. Ich frag nicht mehr nach.
Ah, das war das Ende wieder so verkackt. Mann, das Ende immer. Was ist der Unterschied zwischen Maus und Tablet? Persönlich gesagt, kann ich sagen, dass. Mal kurz, ich weiß ja nicht, mein Maus ist nämlich mein Kabel ein bisschen kurz. Meine Maus, ne? Die Sache ist die, wenn ich meine Maus habe, dann fühlt sich das halt an, als hätte ich halt so einen Klotz in meiner Hand, ne? Weißt du? Ich meine, das ist angenehm, wenn du andere Spiele spielst, ne? Aber die Sache ist halt die, wenn du das in der Hand hast, dann hast du so wenig Gefühl, sagen wir es mal so, mit dem Stift. Da kannst du machen, was du willst, ja? Kannst machen, was du willst. Du hast ein bisschen mehr Gefühl damit. Du kannst dann besser irgendwelche Jumps machen, als mit der Maus, wo es es dann nach eigenem Gefühl machen kannst. Also du musst wissen, was du tust. Und hier kannst du das eher, das kannst du mal leichter machen. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Das ist einfach leichter. Das ist einfach viel leichter. Kommst du viel leichter hin und her. Es ist halt ein Stift. Der wiegt nichts. Der wiegt vielleicht 2 Gramm gefühlt. Und das Ding ist halt viel schwerer. Das ist halt die Sache. Und das ist ungefähr der Unterschied zwischen den beiden Sachen. Klar, man kann immer noch mit Maus spielen. Am Anfang sollte man auch. Okay. Ich sag so, Tablet, also Grafiktablet mit Stift lohnt sich erst, wenn du das Spiel auch wirklich spielst, sagen wir es mal so. Es gibt ja welche, die haben sich das am Anfang geholt, ja, und haben sich dann ein bisschen verbessert, aber haben sie halt nicht mehr gespielt, weißt du? Ich find's unnötig persönlich, wenn jemand sagt, er fängt das Spiel an und holt sich dann ein Grafiktablet, weil man weiß nicht, wie lange er spielt, weißt du? Es muss ja irgendwie Nutzen haben. Oder du malst einfach. Kann ja auch sein. Bam, 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 bam. Es gibt auch bekannte Spieler in der oberen Rangliste, die halt alle mit Maus spielen, ne? Also die meisten spielen Tablet, aber es gibt auch viele, die spielen mit Maus und die sind ziemlich, ziemlich gut. Nur die Sache ist, die haben die Empfindlichkeit so hoch mit der Maus. Das sind auch diese, wo dann in Ballerspielen immer diese hohe Mausgeschwindigkeit haben. Das ist sowas, das kann ich nicht. Das ist viel zu viel Wissen, was du überhaupt machen musst. Weil du hast ja weniger Gefühl, finde ich, dabei. Es ist halt Geschmackssache. AR9. Erstmal sterben. Jo, erstmal sterben. Nee. Habe 4000 DPI drin. Ich weiß gar nicht, wie viel ich DPI habe. What the fuck? Es ist viel zu viel gesprungen. Holy shit. Normal sind 12.000 DPI. Gut, mit der DPI-Anzahl kenne ich mich jetzt nicht ganz aus. Kann ich mal ganz kurz meinen. Also meine Maus hat 12.000 DPI, ja.
Das ist also okay. Ja, das hat mein Maus. 12.000 dB, also wie du geschrieben hast. Ob das normal ist, weiß ich jetzt nicht. Aber naja. Okay. Ich fail zu viel. Obwohl, ich könnte es nochmal machen. Aber. Die meisten haben mittlerweile. Ach so, ja gut. Aber nur mal ganz kurz gucken, wegen meiner Maus. Nochmal ganz kurz. Wie viel ist die noch wert? Weil ich habe die eigentlich teuer gekauft. Oh, ja. Ja, die ist im Preis nur 10 € runtergegangen. Ja, also, die ist ziemlich nice, muss ich sagen. Falls dich interessiert. Ich finde Rocket Maus, finde ich auch. Rocket Mäuse finde ich aber auch sehr gut. Kann ich unterstützen. Will diesen einen Ding nicht haben. Oh no. Oh no. Ich habe eine Razer De wait, Death Adder Chroma. Was sind diese Namen? Diese Razer-Namen immer wieder. Wait, ups. Falscher Knöpfe. Egal. Die Sache ist die Razer. Ich finde Rocket besser als Razer. Von den Mäusen her. Kann man das behaupten, weil die Sache ist, die Razer-Modelle sind meistens immer so flach und das mag ich nicht, ganz einfach. Das ist einfach so. Und das ist mein einziger Grund eigentlich. Liegt halt besser an Hand Rocket bei mir.
ファン! ヘルベッテ! いきます。 Kommen schon wieder Nachrichten. Ich hole mir gerade einen Bonus, weil ich gerade wieder was geschenkt bekommen habe, Leute. Der Moment, wenn du in Handy-Games was geschenkt bekommst. Geil. No. So. Naja. Das ist irgendwie gerade ein bisschen komisch. LOL, wie ich am Ende verkackt habe. Holy shit. Good job zu Level 2. Auf meinem Channel, Lul. Wenn du noch da bist. Bam 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 bam. Was ist passiert eigentlich nochmal, wenn ich das noch eingebe? Es war doch das hier. Und was wird mir dann angezeigt? Nichts, ne? Hä, wie war das nochmal? Level und mein Name? So? Nee. Funktioniert nicht. Warum funktioniert der Command nicht? Das ist irgendwie komisch. Warum wird mir das Level dann nicht angezeigt? Ich hab den Command ja gehabt, aber den habe ich dann rausgenommen, weil er nicht funktioniert hat. Aber warum funktioniert er nicht? We will never know. Pepe. Wait, what?
dun 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 dun. Später, werde ich mal schauen, kannst mich später nochmal fragen, wenn ich dann, Bescheid weiß. Aber ich guck dann nochmal nach, wenn ich hier fertig bin. Mal sehen, wann ich hier fertig bin, weiß ja nicht. Siehst du ja, wenn ich fertig bin. Und, dann guck ich mal. Ich muss ja noch was essen gehen und bla. Ansonsten sag Bescheid, also nochmal, am besten woanders. Also nicht hier, sondern frag einfach. Discord oder was auch immer, Steam, I don't know. Aber ja. Oh, hoppala. So. What? Damn it. Thank you.
Ah, das war okay. Das war okay. So, ich tue mal einfach mal den Titel ändern hier. Du, 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 du. 0,28 pp, das ist ja normal. Mehr als normal. Normal ist es immer 0,16. Okay. What the fuck? We'll be right back.
war das? 95%. Wie viel PP bekomme ich? Jetzt ist die Frage. Die Frage aller Fragen, wie viel PP ich bekomme. Da, 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 da. Nichts. Ja, wow. Holy shit. Lolis. That's not good. What the fuck? Yo, weil der Eilis leider mich jetzt rausgebracht hat. Ah, alles klar. Bye.
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Am Ende. Wahrscheinlich. Das war nice. Holy shit, der Ende war richtig verschissen, aber es ist bei mir irgendwie normal, ne? 3 PP gained. Nice. I love it.